Obwohl die Apple AirPods bereits über 2 Jahre alt sind, gehören sie immer noch zu den Gadgets, die ich persönlich sehr viel benutze. Und deswegen möchte ich euch gerne in diesem Video einmal ein paar Tipps und Tricks zu den Apple AirPods zeigen. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere dabei ist, den ihr vorher noch nicht kanntet. Und dementsprechend starten wir auch direkt nach dem Intro mit dem Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Die erste Funktion, die ich euch gerne zeigen möchte, kann man schon als eine Art Spionage-Feature bezeichnen. Allerdings kann man das Ganze auch sinnvoll nutzen. Und zwar in den Einstellungen, wenn man dann runterscrollt, zu Kontrollzentrum. Und dort müsst ihr dann auf Steuerelemente anpassen klicken und dann ganz einfach hier Hören hinzufügen. Das ist normalerweise hier unten, da klickt ihr einfach auf das Plus und dann wird eben Hören hinzugefügt. Und dann könnt ihr ganz klassisch in euer Kontrollzentrum gehen. Und hier habt ihr jetzt ein neues Toggle, nämlich hier das Hören-Toggle. Dort klicken wir jetzt drauf. Und wenn die AirPods verbunden sind, dann werden euch die hier eben angezeigt. Und nun können wir hier ganz einfach auf dieses kleine Ausklicken. Und daraufhin werden die AirPods und das iPhone als Mikrofon benutzt. Das heißt, ich höre, wenn ich das Ganze jetzt anklicke, extrem laut über die AirPods. Und dementsprechend kann man das für viele Anwendungszwecke verwenden. Das ist ziemlich nervig jetzt nebenbei im Video. Man kann zum Beispiel in einem anderen Raum einen AirPod liegen lassen oder das iPhone liegen lassen und mit dem anderen dann im Ohr hören, was eben in diesem Raum gerade stattfindet. Man kann damit Dinge aufzeichnen und dementsprechend das Ganze eben sinnvoll nutzen, aber auch als kleines Spionage-Feature sozusagen verwenden, um einfach mitzuhören in einem anderen Raum, wo das iPhone aktuell liegt, über die verbundenen Apple AirPods. Die meisten von euch kennen mit Sicherheit die Funktion, dass wenn man doppelt auf den AirPod drauf tippt, wenn man diesen aktuell im Ohr hat, sich Siri öffnet. Und das Ganze könnt ihr noch variabel einstellen, und zwar in den Einstellungen unter Bluetooth. Dann sollten die AirPods verbunden sein mit eurem Gerät und ihr könnt hier auf das i klicken. Und daraufhin habt ihr ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt zuallererst den Namen ändern, wenn ihr das möchtet. Und ihr habt die Möglichkeit, für auf AirPod doppeltippen eben links und rechts das Ganze anzupassen. Standardmäßig ist auf beiden Siri eingestellt, aber ihr könnt eben Start, Pause, nächster und voriger Titel oder auch das Ganze deaktivieren hier auswählen und das auch für jeweils die linke und die rechte Seite individuell. Das heißt, ihr könnt auf der einen Seite Siri lassen und auf der anderen macht ihr Stopp oder Pause, Start oder Pause und dementsprechend könnt ihr das ein bisschen anpassen. Dann habt ihr noch die automatische Ohrenerkennung, sprich wenn ihr einen AirPod herausnehmt, dass die Musik dann pausiert und ihr könnt auch das Mikrofon noch einstellen. Das heißt, dass ihr das Mikrofon nur auf einer AirPod-Seite sozusagen verwendet und auf der anderen eben nicht. Standardmäßig ist das eben auf automatisch wechseln eingestellt. Die Apple AirPods lassen sich ja bekanntermaßen mit einem iOS-Gerät dank dem W-Chip ganz einfach verbinden, indem ihr einfach nur die AirPods öffnet und dagegen haltet gegen das Gerät und schon verbinden sich die beiden. Das funktioniert aber auch über andere Methoden. Wenn ihr das nicht so machen möchtet, könnt ihr auch ganz einfach oben in das Kontrollzentrum gehen, klickt dann hier bei Musik auf diese zwei Striche oben und daraufhin hier auf das AirDrop-Symbol, auf das AirPlay-Symbol und daraufhin werden euch dort ebenfalls die Apple AirPods angezeigt, wenn sie eben in der Nähe sind und dann könnt ihr die dort ebenfalls auswählen und ganz einfach so Musik hören. Auch auf der Apple Watch kann man ganz einfach die AirPods auswählen und zwar, wenn ihr in das Kontrollzentrum geht, ein bisschen nach unten scrollt und dann findet ihr hier ebenfalls diesen AirPlay-Button. Dort könnt ihr raufklicken und daraufhin dann eure verschiedenen Geräte, die per Bluetooth verbunden sind, eben hier auswählen und könnt dann hier ebenfalls die AirPods auswählen. Das Ganze funktioniert übrigens auch super einfach auf dem Apple TV ab der 4. Generation. Dazu einfach die Apple TV Remote nehmen und auf die Play-Pause-Taste drücken, gedrückt halten und dann öffnet sich ein Interface und ihr könnt ganz einfach die Apple AirPods auswählen, um zum Beispiel Musik zu hören oder Filme zu schauen. Ein ganz schneller Tipp ist der, dass ihr natürlich nicht nur mit iOS-Geräten oder Apple-Geräten die Apple AirPods verwenden könnt, sondern eben auch mit anderen Geräten, ganz einfach über Bluetooth. Dazu müssen die AirPods einfach nur in der Packung drin sein, in der Ladecase und dann könnt ihr hier auf diesen Knopf drücken, diesen gedrückt halten und daraufhin finden auch andere Bluetooth-Geräte eben die Apple AirPods. Wir sehen hier dann, dass das Ganze weiß aufleuchtet und schon kann man eben hier auch die AirPods mit anderen Geräten, mit anderen Smartphones, Tablets etc. verbinden. Eine ziemlich coole Sache, die ich vorher auch noch nicht kannte, gibt es in den Einstellungen und zwar könnt ihr hier einfach mal ein bisschen runterscrollen und findet dann Telefon und dort klickt ihr rauf und daraufhin habt ihr eben die Option Anrufe anzukündigen. Dort könnt ihr raufklicken und dann eben hier auswählen nur Kopfhörer. Normalerweise ist das Ganze auf nie gestellt, also aus. Und wenn ihr auf Kopfhörer das Ganze aktiviert,
dann werden euch eben vorher angesagt, dass die oder die Person anruft. Das heißt, die AirPods klingeln nicht nur, euer Gerät klingelt nicht nur, sondern wenn ihr diesen Kontakt eingespeichert habt, dann wird euch eben kurz gesagt, diese und diese Person ruft euch an und könnt dann dementsprechend entscheiden, ob ihr rangehen möchtet oder nicht. Also eigentlich eine ziemlich coole Sache und das kann man eben hier für nur Kopfhörer aktivieren. Funktioniert dann natürlich nicht nur mit den AirPods, sondern auch mit anderen, aber eben dementsprechend mit den AirPods ein ziemlich cooles und praktisches Feature. Wenn ihr mal eure AirPods verloren oder verlegt haben solltet oder auch nur einer fehlt, dann könnt ihr diese über die Mein iPhone Suchen App ganz einfach finden. Die findet ihr kostenlos im App Store und dann könnt ihr hier eben eure Geräte auswählen, in diesem Fall hier jetzt die AirPods. Klickt dort drauf, dann wird euch das Ganze per GPS auf der Karte angezeigt und wir haben hier unten dann die Option auf Aktionen zu klicken. Und dann können wir eben auch einen Ton abspielen. Und dieser wird dann über die AirPods abgespielt. Das heißt, wenn der AirPod zum Beispiel mal unter dem Sofa oder so liegt, dann hört man das und kann dann eben diesen suchen. So habe ich persönlich schon mal einen einzelnen AirPod wiedergefunden. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, dass das eben über so ein kleines Feature möglich ist. Um nachzuschauen, welche Softwareversion ihr aktuell auf den AirPods drauf habt und ob ihr updaten solltet, könnt ihr ganz einfach in die Einstellungen gehen. Dort dann unter Allgemein. Und dort unter Info. Wenn ihr die AirPods verbunden habt per Bluetooth, sollte euch hier ein zusätzlicher Eintrag erscheinen, und zwar der AirPods-Eintrag. Da könnt ihr raufklicken und seht dann eben auch aktuell, welche Firmware-Version ihr installiert habt. In meinem Fall ist das hier jetzt 3.7.2, relativ aktuell. Und diese wird automatisch installiert, wenn eure AirPods per Bluetooth verbunden sind, in der Ladeschale sind und aufgeladen werden. Das heißt, wenn ihr nachts mal ein Update durchführen möchtet, dann wird das dann automatisch gemacht, wenn sie eben verbunden sind und aktuell aufgeladen werden. Wenn ihr hier noch eine ältere Version habt, dann macht das einfach mal, schließt die AirPods an den Strom an, macht sie in die Ladecase, verbindet sie mit eurem iPhone und schon sollten die dann automatisch nach einer kurzen Zeit ein Update bekommen. Das wäre es dann aber auch schon wieder mit diesem Video mit 7 Tricks und Tipps, wie ihr noch mehr aus euren Apple AirPods herausholen könnt. Ich hoffe natürlich, dass etwas Neues für euch dabei war, etwas Sinnvolles, wie ihr die AirPods noch produktiver im Alltag nutzen und verwenden könnt. Wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und natürlich über ein Abo. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren für keine weiteren Videos. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.